Herzlich willkommen bei ABC, dem Audio Business Chart. Mein Name ist Josef Oberganschnick. Ich bin Vollblutbörsianer und ein leidenschaftlicher Unternehmer. Als Gründer von Ecobono habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, das Thema Finanzbildung in die Breite zu bringen und so Deutschland und Österreich aus dem Aktien-Dornröschen-Schlaf zu befreien. Bei ABC, ein Podcast aus dem Podcast-Netzwerk von Christian Drastil, stelle ich deswegen Woche für Woche spannende Zahlen und Statistiken aus den Bereichen Finanzmarkt, Wirtschaft und Gesellschaft vor. Heute setzen wir uns mit einer sehr spannenden Frage auseinander, und zwar, ja, was sind denn überhaupt die teuersten und billigsten Städte dieser Welt? Unter teuer versteht man einmal Städte, in denen es eine sehr hohe Immobiliennachfrage gibt. Das führt dann auch zu stark steigenden Preisen. Das sind im Regelfall Städte, in denen Wohlstand herrscht, in denen viel Geld vorhanden ist. Und gerade die Niedrigzinsphase, die de facto nach der Pleite der US-Bank Lehman so richtig an Fahrt aufgenommen hat, hat die Immobilienpreise und auch andere Vermögenswerte in den letzten 10, 15 Jahren doch deutlich ansteigen lassen. Im Jahr 2022 kam es dann zu einer Trendwende, das heißt, die Nachfrage nach Immobilien hat sich doch deutlich abgeschwächt, aber nichtsdestotrotz sind die Preise in diesem Segment in vielen Städten nach wie vor sehr hoch. Ein zweites Thema, um eine Stadt als teuer zu bezeichnen, ist einfach eine flächendeckende Ausrollung von hochpreisigen Geschäften und Industrien. Das heißt, für einen Bewohner ist es schwer möglich, eben günstig zu Lebensmitteln oder anderen Dienstleistungen zu kommen. Dritter Punkt, was da eben angeführt ist, ist eben ein hoher Lebensstandard. Ein hoher Lebensstandard kostet eben Geld und dementsprechend ist das auch als teuer anzusehen. Das kann man natürlich auch als Luxusproblem titulieren, aber nichtsdestotrotz ist es ein Punkt, der eine Stadt teuer macht. Nebenaspekte gibt es auch noch, wobei Nebenaspekte unter Anführungszeichen zu sehen. Wir haben da beispielsweise das Thema Steuern, was schon einen gehörigen Teil in vielen Ländern vom Bruttoeinkommen herunterschraubt. Wir haben das Thema Transportkosten und vor allem auch für die Wohnbarkeit und für die Bürger wichtig, die Verfügbarkeit von Waren und Dienstleistungen. Also sprich, komme ich da jetzt relativ leicht oder relativ schwer hin? Und genau diese Fragestellung hat sich auch der Economist gestellt, indem er in einer Analyse ja über 172 Länder weltweit sich genau angesehen hat und dementsprechend auch Rückschlüsse darüber getroffen hat, ob eben diese Stadt eben anhand dieser dargelegten Kriterien als eher teuer oder eher billig einzustufen ist. Stellt sich die Frage, was ist jetzt überhaupt die teuerste Stadt dieser Welt? Und das Ranking führt hier Singapur vor New York und Tel Aviv an. Das sind die teuersten Städte dieser Welt. Wenn man sich zum Beispiel New York hernimmt, dann ist es eben so, dass man die durchschnittliche Wohnung in der Nähe des Big Apples mit ungefähr $4.000 pro Monat bepreist. Also das ist schon einmal relativ deftig. Und in den Top 10 finden sich dann auch Städte wie Hongkong, Los Angeles, Zürich, ein Schweizer Vertreter oder in Genf. Wir haben das Thema San Francisco, Paris und Kopenhagen. Also man sieht hier schon einmal sehr starke Ausprägung hin zu Europa beziehungsweise auch zu Nordamerika. Hongkong ist auch noch ein Vertreter aus Asien dabei, neben Singapur. Das heißt, einmal ganz klar einmal die nördliche Halbkugel. Wenn man sich die andere Seite der Landkarte anschaut, dann sind die billigsten Städte dieser Welt Damaskus in Syrien, dann haben wir im Tripoli in Libyen oder Teheran im Iran. Die sind die drei billigsten Städte von den 172 analysierten und von den billigsten 10 Städten befinden sich eben 3 aus Indien. Das heißt, auch die Region Indien ist davon betroffen, ist im Gegensatz zu China jetzt noch ökonomisch nicht so stark fortgeschritten und dementsprechend billig kann man in den einzelnen Ländern leben. Jetzt stellt sich die Frage, gibt es da irgendwelche Rückschlüsse auf den volkswirtschaftlichen Fortschritt oder wie kann man das jetzt bezeichnen? Und auffallend ist schon, wenn man sich diese Analysen im Detail ansieht, dass tendenziell ärmere Volkswirtschaften
billigere Städte haben. Das heißt, wenn man in billigeren Städten leben will, muss man seinen Wohnsitz in eine ärmere Volkswirtschaft verlagern. Wenn man in teuren Städten lebt, dann sind das im Regel Städte mit einer starken Währung. Denke ich beispielsweise an den Schweizer Franken. Und auch Städte, in denen es gewisse Inflationsraten gibt. Und das sind an und für sich schon einmal zwei gute Parameter, um das ausfindig zu machen, ob man eben in einer teuren oder billigen Stadt lebt. Damit sind wir auch schon am Ende der aktuellen Folge angelangt. Bei ABC, dem Audio Business Chart, werden Bilder zu Worten. Stay tuned und abonniere diesen Kanal. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal bei ABC, dem Audio Business Chart. Servus und Baba.